So, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Dragon Quest Builders. Ragaz kommt an einem sandigen Strand zu sich. Wie es scheint, ist auf einer einsamen Insel gestrandet, sowie auch das Schiffswrack des Skeletts. Er beschließt sich ein wenig umzusehen. So, und da sind wir. Wir sammeln erstmal ein bisschen Zeug ein, das brauchen wir eh später garantiert. Dann noch die ganzen Wrackstücke. So. Bisschen Seetang, das können wir auf jeden Fall brauchen. So, dann gucken wir mal weiter. Da haben wir noch eine Schatzkiste. Plötzlich hört Ragaz eine Stimme. Hier ist nichts. Diese Insel ist völlig verlassen. Wo bin ich hier überhaupt? Wie bin ich hergekommen? Die Stimme scheint von der anderen Seite des Felsvorsprungs zu kommen. Ragaz könnte sich vielleicht durch den Sand graben, um auf die andere Seite zu gelangen. Dann machen wir das doch mal. Schatzkiste. Kann man leider nicht abbauen. So, und da sind wir schon durch. Heiland des Erwachens. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. So, da hinten sehen wir auch schon jemanden stehen. Laufen mal direkt dahin. Der Himmel hat eine seltsame Farbe. Bin ich gestorben und im Himmel gelandet? Oder vielleicht eher in der Hölle? Nanu, was ist das für ein Geräusch? Hey, Stachelfrisur, wer zum Geier bist du? Mal gucken, was ist das? Das kann ich gar nicht abbauen, schade. Dann reden wir mit dem. Endlich, jemand Lebendiges, sag mal. Du weißt nicht zufällig, wie wir hier gelandet sind, oder? Du warst auf einem Schiff, das gesunken ist, und dann bist du an diesem Strand aufgewacht? Und wie kommt es, dass du nicht auch dort draufgegangen bist? Was ist deine Geschichte? Du heißt Ragaz und bist Baulehrling. Hm, sowas habe ich noch nie gehört. Also, Glückwunsch. Ich bin jedenfalls Malros. Hey, willst du mal was richtig Grausiges sehen? Folg mir. Dann gucken wir uns das Grausige mal an. Hey, hier lang. Ups, was habe ich jetzt weiter gedrückt? Wie bitte? Du erinnerst dich nicht dran, mich an Bord gesehen zu haben? Aber wenn ich nicht auf deinem Schiff war, wie bin ich dann? Was zum? Hey, das Mädchen ist doch nicht tot. Klingt aber, als ging es ihr gar nicht gut. Wir sollten das Richtige tun und sie von ihrem Leid erlösen. Klappt nicht. Dann reden wir mit ihr. Urks. Keusch. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Ick? Ihr seid Piraten, nicht wahr? Dreckige, freibeutende Seeräuber, die mich gefangen nehmen und Lösegeld für mich erpressen werden. Na? Und fort ist er. Da geht es schon los. Ist eine ganz schöne Quasselstrippe, was? Es gibt nur einen Weg, sie für immer zum Schweigen zu bringen. Hast du etwas dagegen, wenn ich das übernehme? Ein bisschen vielleicht. Guck mal, was mit denen ist. Eine Welle bricht am Ufer und zieht die Leiche mit sich aufs offene Meer hinaus. Hm.
kommt weg. Und der auch. So, noch eine Leiche, die wir verschwinden lassen können. Oh Mann. Dann mal ab. Hinfort, ihr Schurken. Wenn ihr mich gefangen nehmen wollt, sagt mir wenigstens, wo wir sind und wie ich hierher gekommen bin. Also, wir sind auf einer Insel mit nichts als Sand, Steinen und ein paar Leichen als Gesellschaft. Du musst mit Ragazzi angespült worden sein, als euer Schiff gesunken ist. Moment mal, kennen wir uns? Ja, ich erinnere mich. Du bist der Erbauer vom Schiff, der mit den einen Grinsen in dem Gesicht herumgelaufen ist, während die grausigen Monster Befehle gebrüllt haben. Ich weiß ganz genau, dass du mit denen unter einer Decke steckst. Also ist das alles deine Schuld. Und? Was willst du jetzt unternehmen? Du wirst herstellen, was wir zum Überleben brauchen, während wir auf einen Rettungstrupp warten? Oh, nun, na schön. Selbst ein blutiger Anfänger wie du sollte die abgenutzte Werkbank draußen benutzen können, um das Allernötigste herzustellen. Ich bin übrigens Lulu. Also was brauchen wir, um durchzuhalten, bis Hilfe kommt? Mal überlegen. Mission Lulus Forderung. Wir werden uns vor Wind und Wetter schützen müssen, während wir auf Rettung warten. Ich würde nur ungern vorher erfrieren. Baue einen Raum. Die Wände müssen mindestens 2 Blöcke hoch sein und wir brauchen eine Tür zum Ein- und Ausgehen. Warum benutzt du nicht diese alte Hütte? Sie ist ein wenig ramponiert, aber du kannst sie sicher wieder instand setzen. Du kannst ein paar Planken vom Schiffsdeck aus dem Wrack bergen, um Löcher zu flicken. Nutze einfach deine Handschuhe, um sie aufzuheben. So musst du dir keine Sorgen wegen der Splitter machen. Nächste Forderung. Koche Nahrung über dem Lagerfeuer. Wir haben keine Ahnung, wie lange es dauert, bis uns ein Suchtrupp findet. Also brauchen wir genug Nahrung, um bis zu unserer Rettung durchzuhalten. Am Strand gibt es bestimmt ein paar Naschmuscheln. Die kann man essen, solange man sie erst auf einem Lagerfeuer durchkriegt. Um ein Feuer zu machen, brauchst du etwas Holz. Zum Glück liegen hier überall kleine Stücke Treibholz und Teile von kaputten Fässern aus dem Schrickfrack herum. Die kannst du doch benutzen. Baue ein paar Betten. Also, ich kann unmöglich auf diesen klumpigen Steinbrocken meinen Kopf zur Ruhe betten. Ich brauche ein richtiges Bett, wenn ich meinen Schönheitsschlaf bekommen will. Ich glaube kaum, dass du fähig bist, Himmelsbetten zu bauen, also werden 3 Haufen Bettstroh reichen müssen. Leg sie im Zimmer ab, wenn du soweit bist. Hey, fang ja nicht an, uns herumzukommandieren, du Schreckschraube. Wer hat dich denn zur Anführerin gemacht? Ach, halt doch die Luft an, du Neandertaler. Du hast ja nicht mal den Anstand, ein vernünftiges Hemd zu tragen. Glaub ja nicht, dass du irgendwie mit deinen ach so mächtigen Muskeln beeindruckst. Sag das nochmal, dann zeige ich dir, wie mächtig diese Muskeln wirklich sind. Oh, Erbauer, du wirst mir noch diese kleinen Gefallen tun, nicht wahr? Du wirst mich vor diesen Gräueln retten? Natürlich. Wunderbar. Ich wusste doch, dass du genau das tun würdest, worum ich dich bitte. Du kannst diese kleinen Aufgaben als Übung betrachten, wenn du möchtest. Wenn du dann ein vollwertiger Bauer wirst, kannst du dich bei mir bedanken. Übung? Für wen hält sich dieses Mädchen? Weißt du noch, wie ich vorgeschlagen habe, sie von ihrem Leid zu erlösen? Wie wäre es, wenn wir stattdessen uns von ihrem Leid erlösen? Möge die Mission beginnen. So, dann schauen wir uns mal in der Umgebung um. Ah, er will weiterreden. Das Mädchen macht mich wahnsinnig. Erst jammert sie ununterbrochen, aber kaum braucht sie etwas, bellt sie Befehle, als wären wir ihre Bediensteten. Lass dich nicht von ihr herumschubsen, ja? Du bist schließlich der einer Bauer und nicht ihr Laufbursche. Jawohl, ja, ich weiß, sie ist auch hier gestrandet, aber deshalb musst du ihr noch lange nicht helfen. Sei nicht so ein Waschlappen. Schließlich ist sie ein Schiffbrüchige, genau wie wir. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist mein Motto. Übrigens, ich wollte dir eine Frage stellen. Weißt du noch, wie du meintest, du wärst ein Erbauer? Hat das also was mit Tieren und Ackerbau zu tun? Und ja, worum auch immer es bei diesem Erbauen geht, ich werde dir helfen. Aber nur, damit ich nicht bei der da bleiben muss.
Weißt du schon, welcher von ihren Aufgaben du zuerst erledigen willst? Wenn es an mir ginge, würde ich die Wände da reparieren. Wenn wir schon hier sind, stopf die Löcher einfach mit ein paar Planken und schwupp, wir haben ein brandneues Zimmer erbaut. Stimmt's? Ehrlich gesagt habe ich den Rest ihrer Bitten schon verdrängt. Sprich nochmal mit ihr, falls du die Erinnerung auffrischen willst. So, dann machen wir doch mal das. Und stopfen die Löcher. Zack. Das nächste Dinger. Und noch eins. Ups. Da noch eins. Und zack, ist das Zimmer fertig. Ragaz, du hast mein Zimmer repariert. Jetzt kann ich mich in Sicherheit bringen, falls Monster angreifen. Nicht schlecht für einen niederen Lehrling. Nur, dass du es weißt. Ein Zimmer muss eine Tür haben und die Wände müssen mindestens zwei Blöcke hoch sein. Das ist die erste Regel beim Zimmerbau. Ich bin jedenfalls sehr froh, eine angemessene Unterkunft zu haben und ihr zwei könnt jederzeit vorbeikommen. Wie nett von ihr. So, dann. Gut, als nächstes ist das Essen dran. Sie wollte, dass wir Naschmuscheln auf einem Lagerfeuer grillen, richtig? Kannst du das? Jetzt gleich schon. Lagerfeuer, ein dickes Bündel aus Reisig und Ästen, das hell brennt, kann dazu benutzt werden, Nahrung zuzubereiten. Wozu ist das Buch gut? Wie bitte? Du hast das Lagerfeuer einfach erfunden? Jetzt kannst du eins bauen, wenn du genug Materialien hast. Du musst nur etwas Holz und Öl auf dieser abgenutzten Werkbank kombinieren. Na, wenn du Öl brauchst, kann ich dir welches geben. Das hier habe ich aus einem Schleim gewrungen, der mir im Weg war. Hier. Jetzt brauchst du nur noch Holz. Das Mädchen sagte, du könntest welches von diesen kleinen Holzstücken und den kaputten Fässern am Strand bekommen, was auch immer das heißen soll. Jedenfalls solltest du das Lagerfeuer bauen. Es wäre sinnlos, sie hungern zu lassen. Sie würde doch nur schlechtere Laune bekommen, als sie ohnehin schon hat. Dann machen wir das doch mal. Knüppeln wir hier ein bisschen was kaputt. So, sehr gut. Hopp, hopp. Laufe noch einmal ganz hinten rüber. Hey Ragaz, ich will dich was fragen. Ich höre dauernd, wie du von Herstellen und Materialien und Erbauen sprichst. Aber was bedeutet das eigentlich? Du zerschlägst Sachen, die du hier und da findest, um Materialien zu bekommen, die du dann benutzt, um neues Zeug herzustellen. Das ist, was ein Erbauer ausmacht? Ah, verstehe. Ich glaube, mir wird langsam klarer, was Leute wie du so tun. Wieso ich das nicht schon weiß? Hör mal, da wo du herkommst, mag das ja Allgemeinwissen sein, aber ich sag dir, ich habe noch nie einen Erbauer getroffen. Also jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnern würde. Wenn ich mein Gedächtnis wieder habe, erzähle ich dir alles über meine idyllische und vollkommene erbauerfreie Kindheit. Falls du in der Zwischenzeit Hilfe dabei brauchst, Sachen zu zerschlagen, um Materialien zu kommen, bin ich dafür genau der Richtige. Ich zerstöre so gut wie alles, was mir in die Finger kommt. Was die Naschmuscheln angeht, die Ludo wollte, ich glaube, in der Nähe könnte es welche geben. Halten wir die Augen offen, damit wir sie einsacken können. Dann machen wir das. So, da haben wir eine. Was hast du da für ein komisches Ding? Das ist nicht zufällig eine der Naschmuscheln, von denen das Mädchen geplappert hat, oder? Also ich finde, sie riecht ziemlich fragwürdig. Wenn wir eine davon roh essen, dann reihern wir uns bestimmt bis zum Morgengrauen. Und das würde ich mir gerne ersparen. Ups. Arme noch eine. Ach Gott, schon. Komm. Noch eine. Wir haben ein paar Schleime. Sehr schön. Und das Zeug brauchen
Sehr schön. Hier haben wir noch welche. So, und dann laufen wir mal schnell wieder zurück. Oder auch was langsamer. Stamina geht auch schnell weg. Ein Deko-Fass. Nehme ich mit. So, das packen wir dahin. Haben ein bisschen Deko gemacht. So. Wir bauen ein Lagerfeuer. Und dann machen wir das dahin. Was hast du da gemacht? Es ist wahnsinnig heiß und knackt und prasselt. Das muss ein Lagerfeuer sein. Aber bist du sicher, dass du weißt, wie man damit umgeht? Man soll nicht mit Feuer spielen, oder? So, da können wir eine Naschmuschel drüber rösten. Die platzieren wir da und kochen. Ist gerade ins Feuer gefallen. Ah, so grillt man sie also. Als Erbauer kann man also auch kochen, was? Es wird jedenfalls noch ein Weilchen dauern, bis die Naschmuschel durch ist. Gehen wir mehr Materialien finden, während wir warten. So, das dauert. Und da ist sie fertig. Dann sammeln wir sie ein. Schnüff, schnüff. Dieser Duft. Riecht es hier etwa nach einer köstlichen, gegrillten Naschmuschel? Ich muss sie einfach haben. Dann nimm sie. Njam, 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 njam. Ah, der Duft des Meeres harmoniert perfekt mit dem knusprigen Knirschen der Sandkörner. Einfach unwiderstehlich. Aber du musst dein kulinarisches Repertoire nicht auf Naschmuscheln beschränken, weißt du? Wenn du etwas anderes findest, das ansatzweise essbar aussieht, solltest du versuchen, es auf einem Lagerfeuer zu kochen. Ich finde gekochtes Essen viel sättigender als Rohkost. Und außerdem fühle ich mich dabei gesünder. Vergiss nur nicht, dass Experimentierfreudigkeit beim Kochen alles ist. Damit haben wir das auch schon geschafft. Kommen jetzt die Betten dran. Oh, wie unhöflich von mir. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mich gar nicht nach eurem Namen erkundigt habe. Agathe Malroth. Also ich weiß, dass du ein Erbauer bist. Aber was bist du, Malroth? Also ich bin, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich tue. Ich bin auf dieser Insel aufgewacht, aber ich kann mich an nichts von dem erinnern, was davor war. Mein Gedächtnis ist wie ausgelöscht. Ah, so. Ein Baulehrling und seine Freund ohne Gedächtnis. Was für eine unerwartete Partnerschaft. Oh, wir sind keine Partner. Wenn du glaubst, ein Kerl wie ich würde mit einem schwächlichen Waschlappen wie dem da abgehen, dann träumst du wohl. Ja, wo wir schon von Träumen sprechen. Ich werde langsam müde. Der Tag war lang und anstrengend. Und die gegrillte Naschmuschel hat mich richtig satt gemacht. Also, Ragaz, wie läuft es mit dem Bettstroh? Um das ich dich gebeten hatte. Ich würde mich wirklich gerne heute noch aufs Ohr legen. Bettstroh, eine unspektakuläre Schlafunterlage aus einem Haufen getrocknetem Gras, dient als Schlafgelegenheit. Es geht wieder los. Er holt schon wieder sein Buch hervor. Was hast du diesmal erfunden? Tatsächlich. Du meinst, du kannst Bettstroh aus getrocknetem Gras herstellen? Ich glaube, ich habe an der Küste im Westen was trockenes Gras gesehen. Ist es das, was du suchst? Jupp, und das haben wir schon. Kochen den Tang auch mal. In der Zeit, wo wir das Zeug machen. So, davon brauchen wir 3 Stück. Jupps. So, haben wir das auch schon fertig. Gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Knuspriger Tang.
Sehr schön. So, haben wir davon noch eine. Hallo. So, dann platzieren wir die Dinge. Da eins, da eins, da eins. Das ist ja wunderbar, Ragaz. Du hast mir ein Bett gebaut und auch welche für euch beide. Ein Nickerchen bei Tage wird uns Energie geben. Und nach Sonnenuntergang können wir die finstere, gefährliche Nacht im Land der Träume verbringen. Ich frage mich, was Mama und Papa sagen würden, wenn sie wüssten, dass ich mich mit einem Erbauer abgebe. Und das auch noch auf einer einsamen Insel. Als die Kinder Hargons meine Heimstadt Gishtafen angriffen, wurden meine Eltern in die Kämpfe verwickelt. Diese wahnsinnigen Monster haben sie kaltblütig ermordet. Also habe ich mich auf diesem verfluchten Schiff eingeschlichen in der Hoffnung, ihren Tod zu rächen. Aber ich wurde entdeckt, bevor ich etwas erreichen konnte. Wir wissen alle, was dann geschehen ist. Oh, Papa, Mama, ich mag diese beiden tumpen Toren auf einer einsamen Insel gestrandet sein. Aber ich werde überleben. Ich bete, dass ihr in diesen schweren Zeiten über mich wacht. Auf jeden Fall danke ich euch beiden von ganzem Herzen dafür, dass ihr uns einen Schlafplatz organisiert habt. Es war ein langer, schwerer Tag. Ich schlage vor, dass wir uns alle etwas wohlverdiente Ruhe gönnen. Damit haben wir alle Aufträge abgeschlossen. Wunderbar. Das ist fertig. So. Also, mal sehen. Du hast das Zimmer repariert, dich um meine Schlafgelegenheit gekümmert und mich bekocht. Ich glaube, das wäre alles. Ich muss schon sagen, es ist eine wahre Erleichterung, einer Bauer um sich zu wissen und der Qualität seiner Arbeit nach zu urteilen, würde niemand je erraten, dass du gerade erst angefangen hast. Ich weiß, wir sitzen hier fest, aber in gewisser Weise freue ich mich schon fast. Ich werde dir noch mehr Arbeit auftragen, damit du ganz in deinem Handwerk aufgehen kannst. Das Leben als Schiffbrüchige mag etwas weniger luxuriös werden, als ich es gewohnt bin, aber dennoch glaube ich, dass es ein unterhaltsames kleines Abenteuer werden könnte. Naja. Was dich angeht, Marot, das könnte die perfekte Gelegenheit sein, dir etwas Kulturverständnis anzueignen. Vielleicht sogar Manieren. Nun, ich möchte, dass du jeden Morgen bei Tagesanbruch losziehst und 30 Naschmuscheln sowie 50 Streifen Tang sammelst. Bis Mittag muss alles gekocht sein, sonst werde ich ungehalten. Jo, dann werd mal ungehalten. Der will auch noch was quatschen. Ich dachte, Lulu würde sich etwas beruhigen, wenn sie bekommt, was sie möchte. Aber sie ist noch genau dieselbe Nervensäge wie vorher. Aber ich bin trotzdem beeindruckt. Trotz all ihrer Quengelei hast du alles hergestellt, was wir brauchen zum Überleben. Ich wünschte, ich könnte auch, was du kannst. Hey, Ragaz. Kann ich die Werkbank mal ausprobieren? Ich möchte selbst versuchen, etwas herzustellen. Dann mal los. Ich habe den ganzen Tag über zugesehen, wie du Sachen herstellst. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich genau weiß, was zu tun ist. Sieh her, ich werde ein Erbauer wie du. Also, womit fängt man noch gleich an? Haha. Uff. Nein, so klappt das nicht. Da kommt schon der fettere Hammer. Verdammt, warum funktioniert das nicht? Gut, du hast es so gewollt. Ja. Ach. Was habe ich nur falsch gemacht? Das ergibt keinen Sinn. Ah. Warum kann ich nichts herstellen? Wenn das so weitergeht, werde ich nie einer Bauer. Ach, vergiss es. Ich dachte, diese Herstellerei wäre ein Kinderspiel. Aber es ist viel zu schwierig. Es ist viel schwieriger, als es aussieht.
Tut mir leid, Ragaz, von jetzt an verlasse ich mich darauf, dass du Sachen für mich herstellst. Und weil du alles, all diesen Kram für Lulu gebaut hast, finde ich, dass es Zeit wird, einen Ausgleich zu schaffen und etwas für mich herzustellen. Alle wollen was. Eichenholzknüppel, eine stabile hölzerne Keule. Kann nur von Maus verwendet werden. Angriff plus 12. So, dann bauen wir die mal. Ist das für mich? Soll ich denn mit einem albernen Stock? Das ist nicht irgendein Stock, es ist eine Eichenholzknüppel. Und ich kann damit auf Dinge einprügeln. Haha, das hört sich wie für mich geschaffen an. Na gut, ich nehme ihn. Her damit. Hey, das ist wirklich ein ordentlicher Knüppel. Ich frage mich, wie gut er ist. Mach Platz, damit ich ein paar Übungsschwänge mit diesem Schätzchen machen kann. Yay. Ich mag ihn. Nein, ich liebe ihn. Schleime zu plätten wird ab sofort so viel befriedigender sein. Das hast du aus nichts als dem Müll hergestellt, den wir am Strand gefunden haben. Du bist unglaublich. Danke. Dieser Knüppel ist das beste Geschenk, das mir je jemand gemacht hat. Glaube ich zumindest. Anu, spürst du das? Irgendeine bösartige Aura. Sie muss von einem Monster kommen. Aber was auch immer es ist viel gefährlicher als die schwächlichen kleinen Schleime, denen wir bisher begegnet sind. Das könnte die Gelegenheit für mich sein, etwas übers Kämpfen zu lernen. Mach mir einfach alles nach und dann kannst du dich im Handumdrehen mit den Besten messen. Das Monster ist irgendwo an der Küste im Westen. Komm schon. Ich will meinen neuen Knüppel einweihen, indem ich das Vieh in den Schädel breche. Dann laufen wir mal dahin. Ah, sind sie. Das, was du gerade die Hand ausgestreckt hast, habe ich das unwiderstehliche Verlangen verspürt, dagegen zu klatschen. Das nennt man Einschlagen. Und das machen Freunde, wenn sie etwas wie gute Arbeit feiern wollen. Ich habe mich ja nie als gefühlsduselig betrachtet, aber für dieses Einschlagzeug könnte ich wohl eine Ausnahme machen. Und wie hat dir der Kampf gefallen? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich schon viel fitter. Stufe erhöht sich. Wunderbar. So, und damit sind wir hier erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend und in der nächsten Folge schauen wir mal, was uns sonst noch so auf dieser Insel erwartet. War das Jod, schwenkt der Hut, grüß euch Jod, ich bin fort.